heißt Metals, das Album, unser zweites Album des Monats. Man hat es, finde ich, gesehen, da wurde viel aufgebaut, da ist viel so mit Mikrofonpositionierung gearbeitet worden. Das heißt, wie klingt es, wenn man von da aufnimmt, auch ihre Stimme klingt ja keinesfalls immer so, als ob sie einfach nur in ein ganz normales Mikrofon gesungen hat, sondern das sind dann im Zweifelsfalle auch mal ganz alte Mikrofone spezielle gewesen oder bestimmte Effekte, dass es das Ganze ein bisschen härter, metallischer klingt, was sicherlich nichts mit dem Albumtitel zu tun hat. Und ja, frage ich erstmal wieder die Runde. Dieses Album, ich persönlich finde tatsächlich, es ist ein kleines Meisterwerk. War aber beim allerersten Hören auch erstmal so, dass ich dachte, ja, mal schauen. Aber genau dieses Mal schauen, finde ich, ist es bei diesem Album. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei den Herrschaften war, die natürlich auch nicht so viel Zeit hatten, bislang es sich in Ruhe anzuhören. So lange ist es auch noch nicht auf dem Markt. Jetzt fangen wir mal mit Pali an, denn wir haben ja eben aufgehört. Mir ging es auch ein bisschen so, aber beim ersten Mal habe ich gedacht, ja, ist halt feist, ist sich treu geblieben. Ich habe es auch so nebenher gehört, ich habe ja immer auch nicht so viel Zeit. Mhm. Und da muss man immer so viel Musik hören und so, ja, ja. Und jetzt auch noch für Matthias Hausaufgaben machen, dann hierher kommen und im Regen nass gespritzt werden und so, genau. Ja. Nein, und dann habe ich auch gemerkt, das ist ein Album, was sich auch lohnt, wenn man es eigentlich auf einer guten Anlage hört und mit Zeit hört. Und dann kann man da so wegfließen. Mhm. Und die Kritiken stimmen schon, ja. Muss ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Naja, darfst du aber gerne. Nein. Aber ich finde, es ist ein tolles Album und ich würde auch gern so arbeiten. Also ne? Ich finde es toll, dass sie so arbeiten. Du siehst das und denkst, toll, das mal zu sehen. Denke, ja. So ein Kult, wie sie da gerade beschrieben hat, ist ein bisschen wie so ein Kult, aber auf positive Weise so. Man hat so ein fokussiertes Ziel, man ist völlig ab von der Welt. Man hat das so Gefühl, die leben und musizieren da einfach in einem durch, ob die irgendwie ihr Müsli essen oder musizieren. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle, kreative Art und Weise, es zu leben und Musik zu machen. Also wenn man Musikerin ist, finde ich, dann muss man das so machen. Und man hat das Gefühl, ich weiß es nicht, aber man kann sich wirklich vorstellen, dass da einer irgendwie beim Frühstück anfängt, auf der Müsli-Schachtel rumzutrommeln und sagen so, halt, das toller nehmen wir Rhythmus, auf. Nehmen das wir. Nehmen wir auf. Bin ich sicher? Ein bisschen mehr Rosinen noch. Ja, genau. Nur so ein Sedizchen. So, die Platte mit dem Rosinenrhythmus, das ist es nämlich. Hier ist es rausgekommen. Tiger. Wie fandst du das Album? Du hast es wieder auf der schlechten Anlage gehört und hast gedacht, ja, das plätschert so dahin. Obwohl ich es auf einer schlechten Anlage, also quasi im PC, einem Laptop gehört habe, muss ich sagen, super toll. Wirklich? Tiger. Und ich möchte ja nicht wissen, was ich super, 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 super toll, wenn ich das als Vinyl hätte und das noch richtig irgendwie zelebrieren könnte, die Platte auflegen, dann ganz den Tonarm drauflegen und dann... mit guten Boxen. Es ist gewissermaßen ein Album, das eigentlich danach verlangt, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Also nach ein paar Songs habe ich tatsächlich gedacht, diesen Vorwurf, den man ja machen kann, dass das ein bisschen Azi-Fazi ist. Ne? Weil das ist Azi-Fazi? So ein, ja, das ist ein bisschen, ja. Ne, hübsch, so ein bisschen hier, ein bisschen sehr, sehr schön und da mal viele ausschmückende Sounds, aber natürlich nie zu viel. Immer auf der Suche nach dem besonderen Klang. Mhm. Also nicht nur einfach den Song, sondern irgendwie... Ja, wieder aufgenommen ist und man merkt das auch, dass das irgendwie unter solchen Gegebenheiten aufgenommen worden ist. Mhm. Es hat einen sehr natürlichen Sound, aber ja, es hat eine besondere Wirkung, wie diese Instrumente arrangiert sind und die Stimme tragen. Ja. Ne? Es hat immer einen Sinn, ne? Aber es ist auch immer eine zweite Ebene, also nicht nur der Song. Also nicht gar eine dritte. Aber dafür muss man es, glaube ich, wahrscheinlich auch noch mal mehrmals hören. Mhm. Und wirklich eine sehr organische Platte. Und feist ist feist. Also, das ist eine der großen. Hat man nicht beim Hören ab und zu wirklich das Gefühl, dass man hört, quasi wie die Dielen knarzen, wie die Spinnen ihre Spinnweben weiterspielen? Also ich finde, dieses Album hat so eine Erdenschwere irgendwie. Das wäre mir zu mystisch. Echt? Ich glaube, die Platte ist Arbeit gewesen. Die haben da lange gesessen. Ja, aber ich meine, es ist ja die klingt nur so leicht, aber ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Das ist ja die hohe Kunst. Das ist ja die hohe Kunst bei Feist. Also ich meine, man erinnere sich an ihren großen Hit, von der Art auf diesem Album definitiv nichts drauf ist. Nein. Das ist auch okay, völlig. 1, 2, 3, 4. Eine Nummer, die so leicht und beschwingt ist, die so simpel klingt, aber nicht simpel ist. Das muss man auch mal sagen. Das ist ja auch ein Stück, das kompositorisch relativ vertrackt sogar. Also relativ vertrackt ist und keinesfalls jetzt irgendwie so eine einfache Geschichte, wie es klingt. Also die Kunst bei Feist und auch natürlich bei ihrem Kompagnon González war ja immer schon schwieriges, leicht klingen zu lassen. Also González, Mocky, zwei Leute aus ihrem alten Umfeld, die auch in Berlin zum Teil noch sind, also Mocky jedenfalls, sind wieder mit dabei. Dann noch ein Produzent, dessen Namen ich jetzt nicht sagen kann, aber er ist Isländer und hat auch schon mit Sigur Rós gearbeitet. Das heißt also Räume, Klänge, da merkt man schon, wie da, in welche Richtung das Ganze gegangen ist. Man hat es gesehen, wie viele Gedanken man sich für dieses Album ganz offensichtlich gemacht hat.
Und jetzt fragen wir, welche Gedanken hat sich Ninja gemacht, als sie das Album gehört hat? Ja, ich bin ganz aufgeschmissen. Ich dachte, du drückst mir das in die Hand und ich kann wieder sagen, welche Songs ich besonders mochte. Nein. Wir haben aber das Cover. Wir können das Cover mal kurz einblenden. Stimmt, das haben wir, da ich das übrigens hier gar nicht da habe, zeigen wir es mal ganz kurz. Metals ist auch das Cover passt übrigens wunderbar zu diesem tollen Album. Ist ein F drauf. Es ist ein F drauf. Aber das Schöne daran ist, das kann man jetzt ganz schlecht erkennen, aber es ist halt, man muss sich das so vorstellen, auf dem F, auf dem mittleren, also dem unteren Strich vom F, liegt sie. Ach echt? Jetzt wo? Man muss sich das Album in Ruhe angucken. Das ist ein wunderschönes. Können wir das auch drehen? Wie drehen? Können wir mal von den Fernseher kriegen? Du willst das Album drehen, damit sie runterfällt, oder? Nein, aber die Songs. Ach, die Songs. Ja, das ist eine schöne Idee. Nein, ja. Dreh doch mal den Monitor, dann siehst du bestimmt die Songs. Ja, Nein. Also es ist immer so, wenn ich die Stimme höre, ich bin jedes Mal einfach fasziniert, weil ich finde das einfach, es ist geradezu unglaublich, dass eine Frau, dass ein Mensch so eine schöne Stimme haben kann, finde ich. Also wirklich, finde ich. Und dieses Lied, ich hatte einfach mit Lied 4 mal angefangen und das ist How Come You Don't Come Around Here? How Come We Don't Go There? Nee. How Come We Never Go There? How Come We Never Go There? Das ist ja die Single. Okay. Ja, jedenfalls, das war... David Letterman hat allerdings, Entschuldigung, auch daraus gemacht, What Are We Doing Here? Das fand ich auch sehr hübsch in seiner Sendung. Okay. Ja. Das war gleich so vertraut. Also man hat auch dieses Gefühl, ach, das habe ich schon mal gehört. Das ist aber auch das Stück, mit dem sie einen so ein bisschen auffängt, weil das am ehesten noch an das Album davor erinnert. Ja, ne? Aber das hat mich auch sehr angesprochen gleich. Also man hat gleich so ein wohliges Gefühl und kuschelt sich so in die Platte rein. Also ich dachte, ach, schön. Ich hatte mich auch sehr auf die Platte gefreut. Der Song Graveyard, den mag ich auch sehr gern. Lied 2 ist das. Das ist so hübsch, da singt der Chor dann, glaube ich, der Chor. Oh, sie singt dann oder der Chor Wake Them Up oder irgendwie sowas? Sie singt das, das finde ich sehr schön. Sehr schön gemacht, ja. Ja, es tut mir leid, ich habe die anderen Songtitel jetzt nicht im Kopf, die ich so mochte, aber da sind sehr viele. Commotion ist auch sehr schön, finde ich, sehr zentraler Song. Bittersweet Moments, genau, das fällt mir gerade noch ein. Commotion ist so ein Lied, wo mittendrin so ein Männerchor ruft. A Commotion! Das ist auch sehr, sehr hübsch gemacht. Also es ist einfach so, weil du sagst, die suchen nach dem Besonderen dann doch wieder. Eigentlich ein normaler Song, aber dann kommt plötzlich sowas rein und es hat dann eine völlig andere Atmosphäre tatsächlich. Ja, also ich glaube, Feist wird es nie schaffen, eine Platte zu machen, die ich nicht mag. Mhm. Einfach. Jetzt mit der 4. hat sie das wieder bewiesen. Die Platten würde ich mir auch blind kaufen von ihr. Stimmt, das ist offiziell sogar schon die 4. Mhm. Genau, ja. Also, Metals, unser zweites Album des Monats. Ja. Ich finde, wir haben richtig gute Musik. Diesen Monat. Das sind also ja, das sind, ja, da muss man auch mal den Künstlern danken sozusagen. Wir können gar nicht meckern. Ich brauche die Kamera mal kurz. Kann die Kamera noch mal kommen? Ich muss jetzt aber noch mal ein ernstes Wort reden zum Thema eines Monats. Plattenfirma. Hallo, Plattenfirma. Du weißt, wen ich meine, ne? Pass auf. Mal ganz ehrlich, das muss man jetzt doch mal sagen. Feist hat hier alles so wunderbar richtig gemacht. Und was macht ihr? Ihr bringt das Album von Feist raus als Plastik-CD. So, das kostet den Normalpreis. Dann bringt ihr das Album von Feist nochmal als Deluxe-Edition raus. Und was ist die Deluxe-Edition? Eine banale Pappschachtel. Ich meine natürlich, eine Pappschachtel um eine CD. Das ist viel schöner als dieses Plastikzeug. Aber dafür nehmt ihr 4 Euro extra als Aufschlag, wo jede vernünftige Indie-Band sich freut, ihre Alben als 10-Euro-Album zu verkaufen, auch im wunderschönen Digipack. Nein, also wirklich nicht. Da hätte jetzt wenigstens noch ein bisschen was dazugehört oder eben ein vernünftiger Preis. Und das Album, liebe Plattenfirma, das ist auch nicht besonders schön und kostet trotzdem weit über 20 Euro. Das ist nicht in Ordnung. Und im direkten Vergleich muss ich einfach mal sagen, hallo, Frau Anne Brun, unsere andere CD des Monats oder unser Album des Monats, die hat das geschafft. Das Album kostet nur um die 15 Euro. Das, obwohl es ein Doppelalbum ist, hochwertig, toller Klang. Und die CD gibt es auch in einer richtigen Deluxe-Version. Also schön, 2 CDs mit ganz viel Material, die ist dann 17 Euro und eine ganz normale CD, wo wirklich nur das Album drauf ist. Das wollte ich nur mal der Plattenfirma sagen. Wir haben es jetzt gerade unter uns ausgemacht. Ihr wisst Bescheid, nächstes Mal macht ihr es besser, ne? Mit Feist und so. Und vielen Dank. Das wollte ich nur gesagt haben. Das musste einfach mal sein, weil das ist wirklich... Ja, das sind die bösen Majors. Die machen das jetzt sind richtig. Die so es klein, geben sich keine Mühe. Die wollen nur Geld. Denen ist scheißegal, was die da drin haben. Die hauen das einfach raus und wollen Kohle. Fairerweise muss man sagen, es ist noch der Major, der noch am ehesten sich ja auch tatsächlich auch um gute Musik durchaus noch bemüht oder zumindest gute Musik im Programm hat. Aber es ist tatsächlich so, dass man denkt, muss doch nicht sein, gerade bei so einem schönen Thema. Was hätte dieses Album zum Beispiel eine schöne, vielleicht auch Doppelvinyl-Edition verdient gehabt? Stattdessen einfach so Standard und dann noch so teuer. Naja, nee, geht gar nicht. Geht eigentlich nicht. So, das war dann doch die Meckerecke für heute, oder? Das war jetzt so die Meckerecke für heute, genau. Wir wollten jetzt doch ein bisschen meckern. Aber toll sind beide Alben des Monats. Anne Brun and All Starts with One. Zwei
tolle Frauen und Feist Metals, zwei tolle Frauen, zwei tolle Künstlerinnen, zwei tolle Sängerinnen, aber eben auch ganz tolle Komponistinnen und eben auch noch zwei tolle Alles-im-Blick-Haberinnen. Kann man das so sagen? Ja. Schön, ja.